Guten Morgen, meine Freunde in der Sonne der Geschichte. Willkommen, meine Freunde. Ich bin heute im Ägyptischen Museum, um aber ein wunderbares Meisterwerk einer großen ägyptischen Königin in der ägyptischen Geschichte zu sprechen, nämlich Königin Nefertiti. Dieser Kopf ist unvollständig, das heißt ein teilweise geformter Kopf wie der berühmte Kopf der Königin Nefertiti. Nefertiti ist die Hauptfrau von Echnaton und die Details des Gesichts wurden gefärbt, um dem Bildhauer die Arbeit zu erleichtern und die Rauheit von Mund, Nase und Ohren kommt deutlich darin zum Ausdruck. Und es sollte darüber angebracht werden, der Kopf nach der Feststellung der Skulptur. Eine Krone aus einem anderen Material, der Kopf besteht aus Quarz und wird in Dalmarna gefunden. Er stammt aus der 18. Dynastie, der Ära von König Echnaton Nefertiti. Schönheit ist gekommen. Auf Wiedersehen.